Felice Di Gozioso. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass mit Großbritannien ein Mitgliedstaat aus der Europäischen Union ausscheidet, das war für viele von uns zunächst gar nicht vorstellbar. Ich bedauere diese Entscheidung, aber wir haben sie zu respektieren. Wir haben nach vorne zu blicken und wir haben die Gespräche und Verhandlungen konstruktiv und zielgerichtet zu führen. Wir haben sie zu führen immer im Interesse der Menschen in Europa. Wir haben sie zu führen im Blick darauf, was bedeutet dieser Austritt für die Arbeitsmöglichkeiten, für die Ausbildungsmöglichkeiten, für die Studienmöglichkeiten der Menschen. Was bedeutet dieser Austritt für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa, in unserer Heimat und damit, welche Auswirkungen hat dieser Austritt auf die Arbeitsplätze und damit auf die Menschen? Wir haben sie zu führen mit dem Blick auf die Zusammenarbeit in den Fragen der Sicherheit unseres Landes, mit Blick auf die Fragen der Zusammenarbeit in der Forschung und Wissenschaft. Das alles hat enorme Auswirkungen, nicht in Rechtstexten, nicht irgendwie theoretisch, sondern ganz konkret auf die Menschen in unserer Heimat. Und mit Blick darauf müssen die Verhandlungen geführt werden. Bisher hat sich schon gezeigt, dass es ein großes Einvernehmen gibt. Ein großes Einvernehmen zwischen den 27 Mitgliedstaaten und den EU-Institutionen in Bezug auf die Zielsetzung und auf die Verhandlungslinie. Etwas, was in der Europäischen Union nicht bei allen Themen gleich von Anfang an Usus ist. Es wurden keine Vorverhandlungen betrieben, es wurden keine Einzelaspekte herausgegriffen, sondern es gibt ein Einvernehmen unter den 27 Mitgliedstaaten. Ich finde, das ist ein hervorragendes Signal. Es ist der Geist, der Europa gut tut, der Europa auch gut tun würde in so manchen anderen Themen. Und deshalb hoffe ich, dass dieses Einvernehmen, dass diese Grundlage der gemeinsamen Verhandlung sich nicht nur auf diese Verhandlungen beim Brexit bezieht, sondern auch Grundlage für vieles andere ist, was in Europa zu entscheiden ist. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass es notwendig ist, auch sich über das im Klaren zu sein, was am Ende steht. Auch wenn der Brexit und das Ausscheiden von Großbritannien schmerzhaft ist für viele. Und wenn auch manche das für falsch halten. Aber klar muss für uns sein, am Ende darf nicht ein zerrüttetes Verhältnis zwischen der EU auf der einen Seite und Großbritannien auf der anderen Seite stehen, sondern am Ende muss die Fortsetzung der guten, der erfolgreichen und Vertrauensbeziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien sein. Das sollte die Zielsetzung sein, auf der wir uns in den nächsten 2 Jahren hin bewegen. Worum geht es? Es geht einmal darum, dass klargestellt wird, die Rechtsposition für die Bürger, für die Unionsbürger, für die vielen EU-Bürger, die in Großbritannien leben und arbeiten und umgekehrt aber auch die Briten, die in den europäischen Staaten leben und arbeiten. Es geht zum Zweiten darum, auch Klarheit zu schaffen und Planungssicherheit zu schaffen für die Wirtschaft. Und da geht es nicht darum, dass wir irgendwelchen Konzernen etwas Gutes tun, sondern darum, auch die Arbeitsplätze zu sichern für die Menschen in unserem Land und die Grundlagen für eine weitere gute wirtschaftliche Entwicklung in unserer Heimat zu setzen. Darum geht es, wenn wir Rechtssicherheit, Planungssicherheit und Klarheit in dieser Frage einfordern.
Und natürlich muss dabei gelten, dass ein Nichtmitglied nicht dasselbe ist wie ein Mitglied. Und natürlich muss dabei gelten, dass Rechte und Pflichten auch ausgewogen verteilt sein müssen. Und deshalb wird es natürlich dabei nicht einfach sein. Da wird über all die Fragen des Binnenmarktes, der Freizügigkeit, all das, was heute schon Gegenstand der Diskussion war, ernsthaft diskutiert werden müssen. Und das wird auch sicher eine schwierige Angelegenheit sein. Aber immer im Blick darauf, was nutzt es den Menschen, und nicht darauf müssen wir irgendeine Bestrafung oder eine Emotion loswerden, weil wir mit dieser Entscheidung von Großbritannien vielleicht nicht so ganz einverstanden waren. Und es wird natürlich auch darum gehen, wie geht es weiter mit den, wie gehen wir um mit den finanziellen Verpflichtungen, wie gehen wir um mit den Programmen auf EU-Ebene. Und ein ganz wesentlicher Punkt wird sein, auch das weiterzuführen, was außerhalb des Binnenmarktes schon erreicht worden ist. Die Zusammenarbeit in der Sicherheit, in der inneren und äußeren Sicherheit, in der Zusammenarbeit in der Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung, auch die Zusammenarbeit in Forschung und Wissenschaft, auch dies gilt es so weiterzuführen, dass es den Menschen und den Ländern jeweils gut tut. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass die Bundeskanzlerin auch zum Ausdruck gebracht hat, all diese Verhandlungen werden in all diesen Verhandlungen auf EU-Ebene wird das Parlament intensiv mit einbezogen. Wir stehen dazu bereit, und die Vorgaben, die Vorarbeiten in Bezug auf den Verhandlungsprozess sind ja mit dem Entschließungsantrag, der heute zur Abstimmung steht, schon geleistet worden. Meine Damen und Herren, diese Brexit ist Herausforderung, eine Riesenherausforderung für uns alle. Er ist aber auch eine Chance. Und machen wir uns nichts vor, diese Chance müssen wir schon ergreifen, denn Europa ist schon in einem schwierigen Zustand. Wir haben nationalistische Parteien, Populismus in vielen Ländern, in vielen europäischen Staaten. Wir haben unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung und, nicht zu vergessen, eine Stimmung im Land, die so nach dem Motto geht, alles was gut ist, das ist national gemacht worden, und alles, was kritisiert wird, das wird auf die Europäische Union abgeschoben. Und deshalb ist es schon wichtig, darüber nachzudenken, wo müssen wir ansetzen. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch, dass in Großbritannien die Entscheidung zum Brexit deshalb auch zustande kam, weil es Missbrauch an Freizügigkeit und Skepsis gegenüber Missbrauch an Freizügigkeit gegeben hat. Das war der Anlass. Und deshalb ist es auch richtig, dass die Bundesregierung jetzt das Thema zum Beispiel Kindergeldbezug von EU-Ausländern hier im Land aufgegriffen hat. Deshalb ist es auch richtig, dass wir zum Beispiel jetzt im sozialen Missbrauch auch Planken eingezogen haben, dass erst nach einigen Jahren des Aufenthalts in Deutschland Sozialleistungen erhalten werden können. Das, meine Damen und Herren, war die richtige Antwort, noch nicht die ausreichende, aber die richtige Antwort auf so manche Probleme und Skepsis in dieser Frage. Und wenn heute in der Debatte gelegentlich angesprochen wurde, dass wir in Europa auch uns mehr um die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und um soziale Fragen kümmern müssen, dann, meine Damen und Herren, will ich deutlich sagen, ich bin auch dafür, dass alle Menschen in Europa einen Arbeitsplatz haben, dass alle die Möglichkeit haben, sich ihren Talenten entsprechend zu qualifizieren und ausbilden zu lassen. Ich bin auch dafür, dass Armut in allen Regionen bekämpft wird. Ich bin auch dafür, dass Familie und Beruf gut vereinbart sind. Aber, meine Damen und Herren, nicht jede Aufgabe in Europa ist eine Aufgabe für Europa. Die Nationalstaaten müssen schon ihre Aufgabe auch selbst bewältigen, müssen ihre Hausaufgaben selbst machen, und darauf müssen wir immer wieder hinweisen. Es kann nicht sein, dass beispielsweise, wie es manche fordern in der gemeinsamen europäischen Arbeitslosenversicherung, die deutschen Arbeits
die deutschen Beitragszahler für Defizite in anderen europäischen Staaten bei Strukturreformen beispielsweise gerade stehen. Das ist nicht mein Verständnis von Europa. Meine Damen und Herren, ich war am letzten Sonntag, auf meine alten Tage, habe ich das noch mal versucht, bei einer Demonstration. In München bei der Demonstration von Pulse of Europe, und ich war beeindruckt von den vielen jungen und älteren Menschen, die dort mit einer Begeisterung für Europa auf die Straße gehen. Und das, meine Damen und Herren, muss uns schon immer wieder deutlich gemacht werden. Auch wenn wir so manches in Europa kritisch sehen, da haben wir ja Aufgaben dann zu bewältigen. Aber diese europäische Einigung ist eine einzige historische Erfolgsgeschichte. Und diese Erfolgsgeschichte, die wird nicht geschmälert dadurch, dass jetzt ein Land dabei ist, aus dieser Europäischen Union auszutreten, wird nicht geschmälert. Dann, wenn wir diese Aufgabe richtig und gut bewältigen, und die Leitlinien, die dazu Grundlage sind, sind meines Erachtens eine richtige, eine gute Grundlage, ergänzt mit dem Entschließungsantrag heute im Bundestag. Nächster Redner.